Mit den großen Jungs spielen. Ja, Marc ist dir auf den Fersen. Ich übergehe den Zwischenhändler direkt zur Quelle. Schokolade war der richtige Stoff. Zieh dir sogar schon den Paul ab hier. Wenn du schon mit so vielen Hipstern hier bist, ordentlich ballern. Das zeigt einfach, dass er noch viel Potenzial hat. Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Ich bin hier im Fitborn heute mit Micha Janitz, Marc Lange und Paul Unterleitner. Wir haben gerade einen Formcheck gemacht, wir haben zusammen trainiert. Ist auf jeden Fall ein richtig geiles Video geworden. Zieht es euch rein und viel Spaß damit. Wir improvisieren heute an Maschinen. Hier gibt es keine Langhanteln. Er darf sich heute mal ein bisschen austoben. Das ist wie auf dem Kinderspielplatz. Und unser junger 16-jähriger Marc darf heute mal ein bisschen spielen. Mit den großen Jungs spielen. Hier ist einer von den großen Jungs, der Paul Unterleitner. Ja. Marc ist dir auf den Fersen. Du trainierst heute mit Micha, ne? Ausnahmsweise, ja. Normalerweise trainiere ich mit Veganern. Das ist die richtige Einstellung. Leute, ich sage euch etwas. I'm the hungry herbivore. Hungry herbal what? Dein Fleisch, dein Protein, kriegt das Protein von meinem Protein. Du isst nur den Zwischenhändler, weißt du? Ich übergehe den Zwischenhändler und gehe direkt zur Quelle, Mann. Die IAs von Best Body Nutrition sind auf jeden Fall vegan. Vielleicht muss ich dem Micha mal ein bisschen was anbieten und die schmecken auch. Nicht so wie die von Rocker. Immer noch leicht, push. Voll, gut, prima. Das ist leichter als Bankdrücken, ne? Bankdrücken hat ein bisschen technisch Probleme gehabt, die Ellbogen dran zu lassen, den Punkt zu treffen. Hier muss er einfach nur hinlegen und drücken. 4, 5, 6. Jetzt weiß ich, dass ich auf meine Arme habe. Das ist schon ein richtiger Koffer, ey. Wenn man ihn so live vor sich sieht. Jetzt macht alles Sinn. Meine Fresse, Paul, ey. Ich wurde übrigens angehalten, Jungs, Gewichte abbauen. Ja, hat er uns gesagt, weil wir nehmen ja mehr Gewichte als der Durchschnitt, deswegen würde es auch sehr auffallen. Safe. Weil wer nicht abbaut, baut auch nicht auf. Ich glaube, Micha traut sich nicht, seine Jacke auszuziehen, oder? Oder wartet er noch? Das ist aber schon viel Gewicht hier. Ne? Wir nehmen alle schwerer sich. Schön langsam runtergehen. Langsam. Jawohl, gut. Der Marc hat gestern seine letzte Mahlzeit nicht gegessen und hat sich dafür entschieden, schlafen zu gehen. Und bei ihm sieht man ja sofort, wenn er flach wird. Also siehst du sofort, wenn er zu wenig isst. Ja. Aber dafür wirst du nachher sehen, ich stelle euch nachher mal nebeneinander, mal gucken, ist der brutal in Form. Und er hat fette Quads. Ja, das sieht man jetzt schon. Zieht er sogar schon den Paul ab hier. Ja. Bist du aufgeregt? Sehr aufgeregt und deswegen, weiß ich nicht, ich lief auch nicht so ab, wie ich eigentlich wollte, aber... Aber kannst du doch eh nicht skalieren, weil du trainierst sonst nie an den Maschinen. Ja. Wichtig ist jetzt erstmal, dass du alles gibst und ruhig am Muskelversagen auch arbeitest, ne? Natürlich. Um einen guten, effektiven Reiz zu setzen. Ordentlich ballern. Zwei noch, easy, eins, Brust raus. Schön draußen lassen, kontrolliert. 2, 7, gut, prima. Reicht, gehen wir noch ein bisschen höher. Und wir verstellen dir das Beinarbeit, dass du ein bisschen mehr Dehnung dann hast. Ne? Ich bin eine richtige. Ich bin so ein richtiges, wie sagt man dem? Frack. Baustelle geworden, ja. Aber jetzt momentan auf der rechten Seite kann ich sie. Ich merke direkt, wie sie asymmetrisch ist. Weil weißt du, du siehst ja das Schulterblatt, es rotiert hier nicht mehr mit, das drückt mich dann immer so nach außen. Mhm. Naja, was meinst du, wodurch das kommt? Einfach schon jahrelanges schweres Training? Oder? Skoliose. Okay, meinst du? Ja, klar. Weißt du, siehst du ja auch bei mir, wenn ich Kniebeuge mache, ich habe die sauberste Form. Ja, das sagt jeder.
Und trotzdem, sobald ich über 170 gehe, passiert was. Obwohl ich gerade einen Rücken habe. Weil du hast einfach eine, wenn du eine Wirbelsäule hast, die so ist, da ist einfach der limitierende Faktor irgendwann, sind die passiven Strukturen. Aber nichtsdestotrotz, das ist natürlich keine Excuses. Macht weiter. Keep going. Gerade bei der Skoliose, ein vernünftiges Gesundheitstraining oder gesundheitsorientiertes Krafttraining. Ja. Gesundheit. Macht Sinn. Ich habe jetzt mal die ERAs probiert. Ist gar nicht so schlecht. Also ich habe jetzt zwei Geschmäcker probiert. Die sind nicht vegan, oder? Doch. Die sind auch vegan? Sind vegan, oder? Ja, sind vegan. Neun Aminosäuren auch drin. Alle neun? Alle neun. Wie viele davon sind essentiell? Neun. Sag du es mir. Welche? Ich weiß es nicht. So, die Jungs sind jetzt hier am Hardcore-Latt ziehen. Und Misha hat seine Jacke immer noch nicht ausgezogen. Ich weiß nicht, was Paul dazu sagt, aber... Also ich schwitze so schon wie Sau. Ja, mir ist auch langsam. Komm, ich zieh meine Jacke aus. Komm, jetzt Achtung. Okay. Mein Auftritt. Oh, Johannes. Jetzt noch Johannes. Jetzt bin ich unter Druck. Du bist abliefern, aber du bist voll auf Carbs, mein Freund. Du bist richtig auf Carbs. Ja? Oh, jetzt geht's los. Oh. Los, Leute. Da bin ich. Das alles bei Johannes Lukas auf dem Kanal. Also ich hoffe, hast du den nächsten Grün gemacht? Schokolade war der richtige Stoff. Hat funktioniert. Aber echt strukturell, ohne Scheiß, sieht sich echt sehr ähnlich. Ne? Ja. Schulterarme ist schon echt verblüffend ähnlich. Ich habe das Gefühl, Pauls Schulter ist ein bisschen runder. Ich würde sagen, der Linke ist ein bisschen mehr geworden. Genetische Monster, Leute, echt jetzt. Das ist auf jeden Fall vielversprechend. Ich bin gespannt, wie du da nebenher aussiehst. Die Military-Fest. Ja. Alles jetzt, mach weiter. Acht, mehr. Jetzt mach noch zwei. Push. Das ist ein noch. Und schieb. Langsam runter. Okay. Heute nämlich, anstatt Military-Fest, ziehen wir es an den Maschinen komplett durch. Geil. Macht schon Spaß, oder? Hast du dein erstes richtiges Maschinentraining? Genau, ich habe noch nie mit einer Maschine trainiert, also schon geil. Einfach mal durchzuballern und ja, macht Spaß. Du musst dich nicht so konzentrieren, ne? Du kannst einfach hinsetzen und drücken oder hinlegen und drücken. Wenn du schon mit so vielen Hipstern hier bist, dann kannst du ja auch ruhig ein bisschen Hipstertraining mitmachen. Obwohl Hipstertraining ist ja auch funktional. Ne? Mit Langhanteln ist ja, also doch nicht Hipster, verdammt. Pumba eher. Heute unilaterales Training. Warum, fragen wir euch mal? Weil sie es können. Ich weiß nicht. Ich habe es noch nie gemacht. Noch nie. Du hast mich wieder aufgeglichen. Warum machst du das? Einzeln? Unilateral? Besonderen Grund? Bei der Übung finde ich das auch viel geiler. Weil du hast noch ein bisschen mehr Stretch. Und im Allgemeinen habe ich auch für die Schultergesundheit ein besseres Gefühl. Weil wenn du beide unten halten musst, dann hast du immer so eine leichte Protraktion vorne. Und das Einzel machst, kannst du dich wirklich nur so auf die. Das ist viel dazu, habe ich vielleicht noch ein bisschen Rumpfstabilisation mit dabei dann. Gut, das ist wieder ein Nachteil, oder? Weil wenn du natürlich noch auf einer Seite das Gewicht abkriegst, dann musst du noch ultra starke, musst den Rumpf richtig schön anstrengen. Das ist Bodybuilding eigentlich eher schlecht. Ja. Aber ihr seht ja. Aber die Gesamtlast ist dann wieder um weniger. Und das, also ich finde es einfacher unilateral auch. Das ist eine Gewohnheitssache. Ja, es ist bei Rudern auch einzeln einfacher, als wenn du so machst. Ich mache Rudern auch im Einzel. Zumindest an der freien Maschine. Ja, lustig. Ja. So hat jeder so seine Präferenzen, seine Lieblingsübungen und Übungsvariationen. Ne? Ja. Das, so. Das erinnert ein bisschen an Thor, finde ich. Seid ihr eben zwischen den Beinen. Bringt immer eine gute Form, schön breite Schultern, schmale Taille. Das Konkurrenzgebiet hast du gehört hier. Hier ist das R16. Ja, da läuft was falsch, Alter. Was ist jetzt Science Statics oder wie heißt es? Science Statics versus Muskelmaximierung. Aber hey, wenn du mal guckst, wie er wirklich in den zwei Monaten, als ich ihn trainiert habe, ausgesehen hat. Ja. Der besser ausgesehen nach zwei Monaten als jetzt, nach einem halben Jahr. Weil er einfach, weißt du, das erste, was er mir gesagt hat, als ich ihn wieder gesehen habe nach einem Monat. Er ist ja, weißt du, ich habe natürlich Mautaschen gegessen, die haben ja auch ein bisschen Gemüse drin.
Ah ja, gut. Ja, ja, ich esse auch Pizza, um auf meine Mikronährstoffe zu kommen. So Jungs, ihr seid ja beides Profis. Was sagen wir mal zumindest Misha? Also ich habe gemeint, ich bin bald, ich bald. Also ich bin Profi, du ein Profi bist, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall hätte ich ganz gerne mal euren Kommentar zu unserem 16-jährigen Marc, der ja noch blutiger Beginner ist. Das ist jetzt irgendwie ein Jahr Training mit Pause zwischendurch insgesamt. Und ich würde ganz gerne mal wissen, was ihr zu seiner Voraussetzung sagt, wie ihr ihn einschätzt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, was mir auffällt, ist, dass er auf jeden Fall eine sehr drahtige Struktur hat. Das ist nicht grundsätzlich was Schlechtes, aber es zeigt einfach, dass er noch viel Potenzial hat, was das Essen betrifft. Du siehst zum Beispiel auch die Knochen hier bei der Schulter. Das ist ein Zeichen dafür, dass er einfach in meinen Augen noch zu wenig wirklich auf Masse gegangen ist. Was ich aber beachtlich finde, ist, wie seine Beine im Vergleich zu seinem Oberkörper schon richtig gut ausgebildet sind. Das ist das Gegenteil von Paul eigentlich so ein bisschen. Wirklich richtig krass. Ich habe auch die Hamstrings, zeig mal von der Seite. Ja, auch von der Seite habe ich das Gefühl gehabt. Geh ich mal zur Seite kurz. Ja, das ist auch schon nicht schlecht. Auch schon, zeig mal von hinten nochmal die Kiste. Ja, Waden sind auch ansprechend. Rücken, ganz klar. Also ich würde sagen, Rücken, Arme, da muss noch einiges gehen. Vor allem auch was Masse betrifft. Brust sieht jetzt so viel besser aus als im Tanktop. Da fehlt ihm natürlich noch dieser Ansatz da oben. Also natürlich, ja, aber das kommt nach jahrelangem Schrägbankdrücken mit viel Gewicht, kommt das auch. Und da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also er muss auf jeden Fall gucken, dass er genügend isst und dass er weiterhin einfach auch wirklich ja, auf Progress trainiert. Weißt du, nicht einfach so wild irgendwie ein bisschen hier, ein bisschen da, sondern wirklich mal so eine Übung wie Schrägbankdrücken einfach mal so richtig hochscaled. Bis er mal so bei 60, 80 Kilo für saubere Reps angekommen ist. Sind wir dabei. Er macht den Muskelmaximierer, er hat genaue Vorgaben, er weiß, was zu tun ist. Progression ist auf jeden Fall vorgesehen. Ja. Paul, deine Einschätzung? Sieht stark aus, vor allem Bauch auch. Ja. Dann Sixpack ist heftig, vor allem stark halt. Und Waden auch krass eigentlich. Ja. Der Framer ist einfach ganz gut so. Ne? Er ist nicht besonders breit in der Schulter, hat aber dafür eine extrem schmale Taille, die das wieder ausgleicht. So, also ich denke auch, dass er Potenzial hat. Ich meine, er ist 16, ist noch nicht all in gegangen mit dem Training, da geht noch richtig was. Aber Jungs, jetzt will ich euch mal neben ihm sehen, mal gucken. Mal neben ihm. Wie siehst du neben den Jungs aus? Weil einzeln ist immer so eine Sache, ne? Wenn man dann neben den großen Jungs steht, wie auf einer Bühne, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Mach mal eine Muskulatur. Guck mal, wie Micha sich schon immer einen Schritt nach vorne stellt. Auch einen Schritt nach vorne gehen jetzt. Lass dich nicht aufwinkeln. Ja, Mann. Paul, auch einen Schritt nach vorne. Zeig mal von hinten. Zeig mal von hinten, wie die Rückansichten. Ah. Total, ne? Na gut, wenn die Jungs rausholen, dann wird's schwierig, ne? Ja, Mann. Das ist ein Strich in der Landschaft. Nee, aber das ist eine geile Motivation, weil ich sage immer, du bist so wie die fünf Personen, mit denen du dich am meisten umgibst. Und wenn du dich natürlich mit fünf breiten Personen umgibst, ist schon dein Unterbewusstsein, das strebt schon danach an, breiter zu werden. Ja, wenn mehr Gewicht auf dem Stapel ist. Und jetzt siehst du, ich muss Marcel noch kurz zwei Schritte nach zurück und dann explodierst du gerade. Ja, auf jeden Fall vielen Dank schon mal für das Feedback. Danke. Ist super interessant. Ich bin gespannt, wo seine Reise hingeht. Danke, dass du die deutsche Jugend hier unter deine Fittiche nimmst. Ja, Mann, ich finde es so wichtig. Wenn ich mit 18, als ich mit 18 angefangen habe, Alter, da habe ich noch so einen richtig räudigen Fünfer-Split gemacht. Ja, ja, der Bro-Split. Weißt du, der Bro-Split. Direkt Potenzial verschenkt in den richtig geilen Testo-Years, wo man noch so richtig die Eier schon so richtig produziert. Aber es ist ja nie zu spät. Wir müssen uns jetzt aber nicht über die Onanierfrequenz unterhalten, oder? Ja. Aber ich merke es. Oder 10 Jahre später, jetzt genau heute, 28. Ich habe genau vor 10 Jahren angefangen zu trainieren. Heute, das ist kein Scheiß, genau heute vor 10. Ja, ich hab zu meinem 18. Geburtstag das Gym von meiner Mutter geschenkt gekriegt. Ja. Das ist mein Schritt. Ich habe heute 10-jähriges Jubiläum, Mann. Hat heute Geburtstag? Übrigens, wenn ihr mehr von den Jungs sehen wollt, ne, schaut mal bei Micha auf dem Kanal vorbei. Oder auch bei Paul. Wir haben auch noch ein bisschen was gevloggt, also einfach nur dranbleiben. Ich verlinke die beiden Kanäle mal. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, danke dir, Mann. Danke, Marc. Geht mal einfach weiter so. Danke. Wir halten euch auf dem Laufenden mit Marc. Denkt an die Glocke, den Daumen, das Abo und die Kommentare reinschreiben, was ihr wollt.